Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu unserem neuen Let's Play Hollow Knight. Wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben, wo wir einen kleinen Schneckerich getroffen haben. Können wir uns den nochmal angucken? Hier, der nette Kerl. Der hat uns eine neue Fähigkeit gegeben. Ich habe jetzt keine Seele, um die zu wirken, aber. Die ist recht nützlich, weil wir dadurch nämlich jetzt zum Grünweg können. Warte, wir gucken noch mal kurz auf die Karte. Ah ja, hier war's. Ja, okay. Gehen wir runter. Aber wir müssen jetzt. Ja, nach links. Gehen hier wieder hoch. So. Okay. Weg auf der linken Seite. Ah, hier. Okay. Ach, ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen müde. Das heißt müde, aber es ist gerade 2 Uhr morgens. Wir waren nämlich heute. Aber bevor wir es machen. Wir waren nämlich heute Morgen. Nee, nicht heute Morgen, aber gestern früh. Hatten wir nämlich. Hatte mein Bruder Geburtstag. Und aufgrund dessen haben wir bei. Ah, einen Moment. Ich kann mich nicht konzentrieren. So. Komm schon. Nach der Fähigkeit. Er hat auf jeden Fall Geburtstag und dazu hatten wir uns halt überlegt, dass wir was wieder machen wollten. Und aus diesem Grund. Ja. Hat er sich halt so gedacht, okay, gehen wir mal so um 6:30 Uhr. Im Schwimmbad Langenhagen schwimmen. Habe ich mir gedacht, was? Also mein Vater hat uns also der war schon um 6 Uhr hier. Das heißt, wir mussten 5:40 Uhr oder so aufstehen. Das war echt anstrengend. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen davon. Sind dann eine halbe Stunde geschwommen und danach war aber auch keine Ahnung. Danach habe ich mich mittags nochmal hingelegt und jetzt ist Einschlafen schwierig. Deswegen nehme ich jetzt auf. Und kann nicht mehr vernünftig reden. Ja. So, wir sind auf dem Grünweg. Entspannt. Unsere möglichen Begegnungen hier. Vielleicht treffen wir ja wen Besonderes. Mal unten lang. Interessanterweise diese Vögelchen, ne? Die kann man sogar theoretisch auch töten, wenn man möchte. Zum Beispiel mit einem Rachegeist oder so. Lassen wir jetzt aber, weil wollen ja auch nur leben, ne? Ah ja, hier sind Münzen versteckt. Gucken wir uns nochmal hier auf der Seite um. Hier kommen wir meines Wissens nach zu so einem Parcours. Ah, hier ist Hornet. Hi. Interessanterweise gibt es sogar irgendwie so einen Weg, da hochzukommen, wie man das macht, aber ich denke, wir lassen das erstmal. Das werden wir jetzt nicht probieren. Wir werden ganz vernünftig den normalen Weg gehen. Dann passt das. Ich muss sagen, ich habe das bis jetzt noch nie probiert. Ich habe das bis jetzt nur in Speedruns gesehen, wo die Leute, keine Ahnung, in kürzester Zeit dieses Spiel durchspielen. Wo man sich denkt, also, wie soll man denn darauf kommen? Oh, lieber noch Münzen. Das ist schon wirklich unglaublich. So generell Speedruns, ich muss sagen, also ich hätte dafür theoretisch schon die Geduld dafür, aber ich möchte sie nicht dafür haben. Das bringt mir irgendwie nichts, muss ich sagen. Ist zwar irgendwie so cool, am Ende so behaupten zu können, okay, ich kann das Spiel schnell durchspielen, aber ja, davon hat
finde ich, hat man nicht so viel für die Zeit, die man da rein investiert. Deswegen, ich finde es interessant manchmal zu sehen, so rein informativ, was man so machen könnte für ein paar Abkürzungen. Aber sonst, das Spiel soll auch Spaß machen. Irgendwo Konfer sein. Das sehen wir, wie wir letztes Mal schon erklärt, an den Papieren hier. Komm schon, wo bist du? Ah, da bist du. Hey. Hier ist es ganz anders als an der Wegkreuzung, findest du nicht? So ein schwüler, lebendiger Ort. Die Wege winden und schlängeln sich auf eine wundervolle Art und Weise. Ich habe die Gegend vor uns so gut wie möglich festgehalten. Ich muss aber zugeben, dass sich einige der Bewohner als ziemliche Störenfriede erwiesen haben. Und gerne. Gucken wir uns mal um. Okay. Er müsste jetzt weiter unten sein. Unten rechts, glaube ich. Da. So in Richtung unten rechts. Wir müssen unbedingt noch den Kompass holen. Bin ich endlich einen Plan davon habe, wo ich echt bin. Okay, nicht desto trotz, wenn wir jetzt hier unten hinlaufen. So. Ja. Ich werde jetzt nicht jede einzelne Münze hinterherjagen, also das kostet dann doch ein bisschen zu viel Zeit, als ich ehrlich gesagt investieren möchte. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier weiter. Ich denke, wir gehen jetzt. Wir kommen hier nicht lang. Wir kommen vorhin nach oben. Ich denke, den Weg werden wir gehen. Oh, ich hoffe, ich verlaufe mich nicht wie beim letzten Mal. Ich schaffe es nämlich, habe es bis jetzt jedes Mal geschafft, mich im Grünweg zu verirren und habe den Weg einfach nicht hoch, also den Weg, den man gehen muss, um weiterzukommen. So, hier wollen wir hin. Ach, jetzt müssen wir eine von diesen Mücken holen. Oh. So. Wir haben eine Robbe befreit. Ah ja, perfekt. So, übrigens, diese Raupen, die haben auch, hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Oh, ich renne da jedes Mal rein. Wenn man die halt fängt, dann kann man wieder zu diesem Grubenpfad, den man halt. Den man da halt findet und der gibt dann halt so Belohnung. Basierend auf der Anzahl an kleinen Raupen, die man gefunden hat. Okay. Diesmal gucken wir, wie viel Zeit es mich diesmal kostet, dahin zu finden. Ich verlaufe mich jedes Mal, wie einfach alles gleich aussieht. Es ist wirklich schlimm. Ich gehe jeden Weg und wundere mich, dass ich eine übersehen habe. So, hier kommen wir nicht hin. Hier. Oh, bin ich blöd. Ich übersehe diese Stelle jedes Mal. Das habe ich bis jetzt jedes Mal geschafft. Ungelogen bei jedem. Jedes Mal, wenn ich dieses Spiel durchgespielt habe. Okay, aber wir haben es jetzt gefunden. Aua, so. Okay, jetzt können wir auch mal ein bisschen weiter voran. Das war sehr gut. Gucken wir erstmal hier. Wie? Na? Kleiner Knirps, furchtlos kommst du daher. Bist du ein Jäger wie ich? Fühlst du das innere Verlangen zu lauern, zu töten, zu verstehen? Und dann nimm mein Journal. Es wird dir helfen, anfangs wird der Text unverständlich sein, aber ein erfahrener Jäger wird seine Worte verstehen. Wage dich in die Tiefen dieses Landes und erschlage seine Bestien. Erweise dich als würdig, als Zeichen des Jägers zu tragen. Dankeschön.
Journal des Jägers. Also um das kurz zu erklären, man bekommt von den, das ist sowas wie so ein Bestarium. Da kann man halt Monster töten, dann bekommt man die, bekommt man so kleine Infos zu denen. Und nicht im Sinne von Stats, sondern ein bisschen so seine Kommentare dazu. Und je nachdem, wie viele wir davon töten, schalten wir halt immer einen zusätzlichen Jägereintrag frei. Und wenn wir alle haben und zu ihm zurückbringen, dann kriegen wir so eine Jägermedaille von ihm. Die ist ziemlich cool. Ich dachte gerade. So. Ich vergesse immer, dass ich auch runterschlagen kann. Noch eine Raupe. So. Warte mal. Ja, das führt ja hier zu. So, so. Warte, gucken wir nochmal hier. Dann machen wir kurz die Münzen ein. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ah, das war nicht. Hey. Achso, da könnt ihr das unten links sehen, ne? Neuer Eintrag. Dann können wir hier ins Menü gehen. Und dann kriegen wir halt immer ein paar Sätze zu den ganzen Kreaturen, die wir bis jetzt getroffen haben. Und wenn wir die besiegen, seht ihr, oder eine gewisse Anzahl von denen besiegen, schaltet man den direkten Jägereintrag frei. Nicht diesen allgemeinen. Da steht zum Beispiel, besiege noch 5 mehr, um diesen Eintrag freizuschalten. Und achso, hab ich aus denen geschossen. Ist doch egal. Oh, das war dumm. Ah ja, hier sind noch immer solche kleinen versteckten Sachen, wo immer so kurze Sachen draufstehen. Wer die Wege des Weißen Königs verlässt, muss sich dem Gesetz der Un beugen. Okay, also das ist nicht mehr das Königreich vom Bleichen König, sondern von den Auer. So ein Zufall, aber das ist halt von einer Kreatur, die irgendwo leben soll. Die herrscht über dieses Gebiet. Ja, da heilen wir uns erstmal. So. Wir werden uns als nächstes auf jeden Fall, ich glaube eher beim nächsten Part, aber auf jeden Fall den Kompass holen. Ich bin doch dieser Moostürmer. Ja, ihr seht dann, ne? Kann man so gegen den schlagen und dann kommt dieses kleine Vieh. Aua, das war unnötig, egal. Den gibt es auch noch größer als Boss, das sind dann so mehrere von diesen kleinen Dingern, die so einen ganz großen Moostürmer bilden. Oh. Hallo. Ach, sind so schwer zu erwischen, die kleinen Dinge. So. Nein. So. Ja, den haben wir. Was wir da haben. So, rennt weiter. Wir können auch hier oben lang. Ich denke, wir gehen erstmal hier oben lang. Boah, gibt es noch so viele Wege. Habe ich gar nicht gesehen. Der besiegt uns schnell. Hm. Ja.
darauf habe ich keinen Bock. Oh ja, stimmt. Wo man hier oben lang. Okay, ein bisschen Action. Ah nee, das war der falsche Raum. Gibt's noch so einen Raum, da vielleicht noch so ein Pilzgebiet. Nee, nee, hier brauchen wir noch nicht hin. Das ist ein anderes Gebiet. Dann gehen wir erstmal zurück. Mal hier nochmal. Okay. Dann brauchen wir noch nicht hin. Zwingend. Machen wir erstmal mit der Hauptstory weiter. Ah ja, hier unten könnt ihr sehen. Aber. Hier unten, da. Es gibt solche Steine so, mit so Schriften drauf. In verschiedenen Stufen und je nachdem welche, die kann man dann später in einer Stadt verkaufen. So zum Beispiel so ein Journal des Wanderers heißen dann. Oder es gibt auch die nächste Stufe von des Königsidol. Stufe danach ist ein schwarzes Ei, glaube ich. Ich meine, ja. Und damit könnt ihr dann halt ein bisschen Geo verdienen. Oh, das. Ach, Mann, ey. Bin ich einmal komplett runtergefallen. Egal. Plattform ist manchmal ein bisschen mühsam. Okay. Manchmal muss man, um Pfade freizuschalten bzw. Bänke freizuschalten, manchmal sowas ein bisschen hier zahlen. Wir haben ja genug gesammelt. Deswegen sollte es ja kein Problem sein. Speichern wir kurz. Wäre nämlich echt unnötig, wenn wir hier sterben würden. Ich denke nicht, zwar nicht, dass das passieren wird, aber. Ja, sein. Ich möchte den ganzen Weg dann nicht zurücklatschen. Das ist ja für euch auch ein bisschen blöd. Hälse rausschneiden, aber sparen wir uns einfach beide den Aufwand. Und mach es einfach so. Wir gehen erstmal hier lang. Guck mal, du stehst doch gleich auf, ne? Also schlägt er einmal zum Beispiel. Moment. So. 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 Da haben wir ihn. Gibt bestimmt noch bessere Taktiken, aber. Das ist jetzt die einfachste, die mir einfällt. Deswegen gehen wir jetzt mal hier lang. Oben. Okay. Das ist der Ort hier. Warte mal, dafür müssen wir ein bisschen weiter zurück. Oder? Kommen wir? Nee. Wir müssen nach links. Richtig. Aber ja. Sehr unnötig. Okay. Na, da finden wir nämlich unseren Zoat, ne? Unseren Lieblingscharakter natürlich. Er ist eigentlich auch sowas wie ein Boss. Aber eher so eine Art Mini-Boss.
weil er ist nicht wirklich schwer. Das Einzige, was er macht, ist halt das. Aber er braucht halt sehr viel Zeit, weil er so nervig ist. Ich kann ihn so gut wie nur angreifen, wenn er auf einen zukommt. Es gibt auch Taktiken, wo man so jetzt auf ihn drauf mit ihm mitgehen kann. Aber ja, so sowas ähnliches halt, nur dass man halt nicht runterfällt. Oh, ne. Ja, für den brauche ich ein bisschen Geduld, die ich jetzt nach 2 Uhr nicht habe. Aber wir haben ihn relativ schnell bekommen. So. Ah, da steht unser Kumpel hier auf. Was denkst du eigentlich, was du da tust? Wie kannst du es wagen, dich zwischen mich und meine Beute zu stellen? Tust du das öfter? Streust du herum, stehst anderen im Weg und störst? Eins solltest du wissen, Strolch. Ich bin Zod, der Mächtige, ein Ritter von großem Ruhm. Kreuze meinen Weg noch einmal und du wirst erfahren, warum man meine Waffe den Lebensänder nennt. Meine Güte, wie undankbar. Aber so kennen wir ihn. Keine Sorge, der wird nicht besser. Wunder, dass wir da nicht getroffen wurden. Oh. So. Okay, jetzt sind wir ein bisschen vom Weg abgekommen, aber das sollte, glaube ich, in Ordnung sein. Wenn wir. Ah ja, wir gehen erstmal hier lang. Wird er aufstehen? Wer weiß das schon. Schon. So. Achso, das sollte ich übrigens nicht versuchen. Das habe ich zwar nicht ganz gemacht, aber kurz versucht, so gegen zu tanken. Zu sagen, ich nutze kurz den Moment, wo ich geschlagen werde, wo ich dann für kurze Zeit nicht verletzt werden kann, um ihm dann viel Schaden zu machen. Das solltet ihr lieber lassen. Das funktioniert bei den wenigsten Gegnern. Das ist echt nicht zu empfehlen. Es ist besser zu sagen, ein bisschen Geduld und dann passt das schon. So, haben wir ihn auch. Und dann holen wir uns auch die Raupe. Na? Die machen immer so süße Geräusche. Tja. Warte, nee, hier waren wir. Gehen wir nach unten. Ich glaube, da müssen wir auch hin, wenn wir weiter wollen. Ich kann auch einfach so schlagen. Denke mal nicht dran. Ja, hier müssen wir lang. Ah, hier unten ist auch eine Käferstation. Wir gucken erstmal nach der. Genau hier. Setzen uns kurz auf die Bank und schalten hier kurz frei. Kostet ein bisschen mehr diesmal, aber das ist kein Problem. Holen wir unseren Freund. Na, wie geht's? So ein bisschen Quatsch. Ach, wie sich dieser Ort verändert hat, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Das Grün wächst so wild, dass die Station wohl bald von ihm verschluckt werden wird.
speichern wir hier. Ganz, ganz wichtig. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Worauf ihr alle gewartet habt. Komme nicht näher, Geist. Ich habe dich gesehen, als du mich im Gestrüpp verfolgt hast. Dieses alte Königreich, etwas Schreckliches erwacht. Ich kann es förmlich riechen. Ich weiß, was du bist. Ich weiß, was du zu tun versuchst. Das kann ich nicht zulassen. Okay, dann kämpfen wir. Auf dem Nagel kann man übrigens abbauen. Schade, ich muss kurz ausprobieren, aber. Also, man kann es. Auf jeden Fall. So. Und da haben wir unsere Schwester besiegt. Ciao. Den kleinen Kerl sind leider umgebracht, aber dafür bekommen wir was Wichtiges. Und zwar eine neue Fähigkeit: Mottenflügelumhang. Drücke RT, um nach vorne zu sprinten. Das meinte ich vorhin, also beim letzten Part, das ist ja dieser Sprint, den man braucht. Das ist jetzt die Fähigkeit. Ui. Versucht es, die Siegel zu brechen? Sie können nicht geöffnet werden. Sie müssen geöffnet werden. Lass uns schlafen, kleiner Schatten. Kehre in deine Dunkelheit zurück. Gewähre uns unsere Ruhe. Oh, mein Controller. Der vibriert des Todes. Okay. Anscheinend wollen wir uns aufhalten. Aber wir sind natürlich klüger. Und sagen, nein, wir machen aus Prinzip weiter. Also wie schon gesagt, wir haben jetzt diesen Sprint. Der ist ziemlich praktisch. Und ja, damit kommen wir auf jeden Fall ein bisschen weiter. So zum Beispiel. Da war auch kurz unten eine Einführung. Zum Beispiel kommt man so hoch. Aber auch nur so hoch zurzeit. Das finde ich schon wirklich gut gemacht, dass man, wenn man, sobald man eine Fähigkeit freischaltet, dass man direkt, wenn man weiterkommen möchte, das Spiel direkt in ein. Dass die wenn man weiter mit dem Gebiet kommen möchte, auf jeden Fall diese Fähigkeit braucht. Das finde ich ist auf jeden Fall sehr schön gemacht, dass man auf jeden Fall auch dann direkt lernt, mit dieser Fähigkeit umgehen, also umzugehen. Ui, See von Un. Gucken wir uns mal um. Ah, wer bist du denn? Cool. Oh, hallo. Es scheint, als wären wir beide etwas vom Vater bekommen. Ich kann kaum glauben, dass diese staubigen alten Straßen zu solch einem üppigen und lebendigen Ort führen. Dieses Gebäude legt eine Form von Anbetung nahe. Auch wenn sein Götze offenbar längst vergessen wurde. Es eignet sich ebenso gut für einen Augenblick der Rast. Oh, Quirrell ist so ein cooler Kerl. Die werden wir auch öfter noch treffen. Wie episch er da steht. Die können wir übrigens angreifen. So.
Eigentlich hätten wir ihn näher hier ranführen müssen, damit wir den Teil an Münzen nicht verlieren ans Wasser, aber. Achso, übrigens, hier kann man nicht drin schwimmen, wie wir vorhin schon festgestellt haben. Allerdings gibt es eine Fähigkeit, wodurch wir das später auch können. Und das ist auch später auch wichtig, zumindest vor allem für Secrets. Also es gibt hier sehr viele versteckte Sachen oder Sachen, die nicht so offensichtlich sind. Zum Beispiel über den Fluss, da, also dieser Fluss da. Wenn man später diese Ismas Träne freischaltet, wodurch man ja in Säure baden kann, also schwimmen kann, dann kommt man da auch wirklich wohin, wo man auch dann was ganz Interessantes zu sehen bekommt. Aber nichtdestotrotz sollten wir zu weit. Die Echse so ausgelegt, dass man den Sprint braucht. Die Wand kaputt machen. Jetzt haben wir eine kleine Abkürzung. Und dann gehen wir mal weiter. So, so. Okay, wir gucken noch kurz hier unten. Das natürlich kaputt machen. Das und natürlich das. So. Aua. Okay, Leute. So. Ja, wir gehen nochmal kurz zur Hirschkäferstation. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Ja. Jetzt hat man zum Beispiel auch so einen kleinen Dialog. Hier einmal. Achso, übrigens, wenn man stirbt, dann sterben wir logischerweise und dann, anstatt einfach nur zu sterben und zu respawnen, bleibt dann an der Stelle, wo wir gestorben sind, dieser Schatten dort übrig. Da steht auch Echo eines vorherigen Lebens. Besiege ihn, um seine Kraft zurückzuerobern und wieder ganz zu werden. Den müssen wir halt besiegen. Weil wenn wir sterben, dann verlieren wir halt unsere Münzen, wenn wir den fertig machen. Also auch ein Teil unseres Seelenbehälters können wir dann nicht auffüllen, sondern nur zu zwei Drittel. Und es macht schon Sinn, den dann zu holen. Weil wenn wir dann ein zweites Mal sterben und der erste immer noch unsere Münzen hat, verschwindet der erste und dann sind unsere Münzen komplett weg. Deswegen unbedingt darauf achten. Nicht zweimal hintereinander sterben, ohne dass man den ersten Geist getötet hat. Deswegen, als wir oben auch in Mistmund waren, letzte Folge, hier, wir haben uns ja angeguckt, das ist hier, ganz links, nee, ganz rechts, dieses verlassene Haus gab. Und, Moment, so, dass es dieses Haus da gibt, diese kleine Hütte. Und dort kann man, wenn man so einen Schlüssel hat, es gibt solche Eisenschlüssel, dann ist da so eine Beschwörerin. Die können wir mit verfaulten Eiern, das ist so auch so eine Art Währung, zumindest für manche Kreaturen. Eine Währung, wodurch wir halt. Ja. Diesen Geist zurückholen können. Das heißt, wir müssen nicht extra dorthin rennen, um den dann wiederzuholen. Okay, wir gehen kurz nach Mistmund. Setz uns dort kurz auf die Bank. Hier übrigens, kann man schon eine Flasche. Naja, machen wir kurz die Tür auf. Weil wir dann hier, seht ihr schon, wir kommen beim letzten Mal nicht rein. Jetzt haben wir es von innen aufgemacht, jetzt können wir hier hin. So. Speichern wir kurz. Achso, ihr habt es ja vorhin schon gesehen, wenn man zu lange auf der Bank sitzen bleibt, dann nickt er ein. Das ist wirklich knuffig. Auf jeden Fall, ich würde sagen, das waren jetzt ungefähr wieder die gewohnten 40 Minuten. Ich hatte vor, das immer so zu machen, dass das ungefähr immer so 40 Minuten Folgen werden.
weil das Spiel ist recht, braucht schon ein bisschen, um es durchzuspielen. Und ja, und mehr 40 Minuten ist dann halt wirklich lange. Und deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.